Schon richtig erprobt sind dagegen diese Dinger hier, wie die Mischung aus Eiskratzer und Kartoffelschäler das Leben vieler Skifahrer bereits revolutionär verändert hat und wieso der Erfinder aus Gießen mit seinem sogenannten Skiboot-Butler bereits eine 250.000 Euro gemacht hat, das zeigt Ihnen meine Kollegin Franziska Kempfert. Skifahrer kennen das Problem sicher. Der Skischuh geht immer viel zu schwer zu. Dafür müsste es doch eigentlich eine ganz einfache Lösung geben. Das dachte sich Michael Völpel aus Gießen, selbst Skifahrer. Vor gut 4, 5 Jahren stand ich wie immer im Skikeller und hatte morgens Probleme, die Schuhe zuzumachen. Und dann habe ich mich mal aktiv umgeschaut und habe gesehen, dass es ganz vielen Leuten so ging. Also älteren Leuten haben sich gegenseitig die Schuhe zugemacht oder Freund hat der Freundin geholfen oder Eltern ihren Kindern. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen gegrübelt und als ich zu Hause war, habe ich dann angefangen zu tüfteln und zu basteln. Und so sieht seine Erfindung der Skistiefelzumacher namens Skiboot Butler aus. Eine Mischung aus Kartoffelschäler und Eiskratzer. Einfach an den Skischuh setzen und die Schnallen runterklappen. Doch bis zu diesem Endprodukt war es ein langer, eisiger Weg. Der 29-Jährige musste Dutzende Skischuhschnallen vermessen und seine Freundin Anne hatte von Anfang an ein genaues Bild vor Augen, was der kleine Helfer alles können muss. Es ist ganz wichtig, dass der, also daneben, dass der auf jede Schnalle passt, auch klein ist, dass man es halt einpacken kann, weil wenn man auf der Piste ist und dann will man ja nicht irgend so was Großes, Schweres mitnehmen. Und dass der natürlich auch bei verschiedenen Temperaturen noch bruchsicher ist. Das ist auch ganz wichtig, denke ich. Absolut, ja. Mit diesen Überlegungen und ersten Skizzen lässt Michael bei einem Schmied den ersten Dummy anfertigen. 20 € muss er dafür zahlen. Dieses erste Modell meldet er gleich zum Patent an, damit die Idee auch ja nicht geklaut wird. Etwa 5.000 € kostet sowas. Und von seinem Patentanwalt bekommt Michael dann den Tipp, Circle, eine Firma für Produktentwicklung in Filma, zu beauftragen, um hier den Stahldiener so zu verändern, dass er tatsächlich skipistentauglich produziert werden kann. Heiko Legner und sein Team erstellen am Computer Modelle und entwickeln schließlich den Butler-Prototypen zum Freundschaftspreis. Die Jungs sind ja Profis und Profis kosten natürlich auch eine Menge Geld, wenn man die Leistung in Anspruch nehmen möchte. Und von daher ist das natürlich eine sehr große Hilfe für mich gewesen, dass sie an mich geglaubt haben. Nicht ganz uneigennützig. Das Unternehmen darf im Gegenzug den kleinen Diener produzieren und verdient dann mit. Nachdem er uns die Idee vorgetragen hatte, war mir schon klar, das ist eine gute Idee. Ich sage immer, die einfachsten Ideen sind die besten. Natürlich auch in dem Hinblick, dass wir vielleicht zusammen auch mal irgendwann ein größeres Geschäft damit machen können, ganz klar. Auf den ersten Entwurf aus Stahl folgt ein Riesenbutler, bis dann der kleine handygroße Skiboot-Butler nach gut 2 Monaten Tüftelei in Produktion geht. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 25.000 € und die müssen erstmal wieder reinkommen. Im Lager zu Hause bei Mama packt die Familie ordentlich mit an.